So, neue Zeiten, neues Format. Ich habe eine Frage über die Kommentare von Doris erhalten. Sie fragt eine Frage, die, glaube ich, für alle relevant ist. Es geht um das Video zu den spagyrischen Basistinkturen. In dem Video zu den spagyrischen Basistinkturen zeige ich eine Reihe von spagyrischen Tinkturen, die praktisch nach den Planetenherrschern der jeweiligen Tage angefertigt sind. Das heißt, Sonntag eine Sonntagstinktur, eine Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also für jeden Tag eine Pflanze, die hauptsächlich diese Planetenkräfte, diese Wirkkräfte so auf den Punkt bringt. Klar ist es, dass ich ja das ganze Pflanzenreich ausgebreitet habe und zu jedem einzelnen wählen kann, welche Pflanze wähle ich jetzt dafür. Aber Ihre Frage ist also, nehme ich jetzt die Pflanze, die meinem Planetenherrscher entspricht, so wie viele das von Michaela Dane kennen, oder nehme ich jetzt sozusagen jeden Tag eine von diesen? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn du diese Frage stellst, dann heißt es ja auch schon, dass du schon bereits mindestens 7 spagyrische Tinkturen ausgearbeitet hast. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ich finde wichtig immer, dass du erst einmal schaust, worum es geht. Eine spagyrische Tinktur ist eine sehr, sehr kraftvolle Arznei, wo du wirklich nur eine geringe Dosierung brauchst. Und du kannst grundsätzlich wirklich anfangen zu improvisieren damit. Also wenn du für den Dienstag sagst, hier wähle ich mir eine Marspflanze, Mardi, dann ist es zum Beispiel die Brennnessel. Dann kann ich schauen, wie gehe ich mit Marskraft um? Kann ich gut Nein sagen? Kann ich mich gut abgrenzen? Habe ich eine gute Standfestigkeit, eine Ausdauer und so weiter? Und kann dementsprechend schauen, wie viel und was brauche ich davon? Wenn ich jetzt merke, also ich habe dieses Kräftespektrum, das ist letztlich wie eine Orgel oder wie ein Orchester und ich kann immer die Frequenzen, die Klänge nehmen, die mir wirklich wohltun, die mir wirklich gut tun. Also Doris, diese Frage kann ich wirklich nicht pauschal beantworten. Ich kann nicht einfach alles über einen Kamm scheren und allgemein sagen, nimm die Tinktur, die deinem Planetenherrscher entspricht. Meine Empfehlung wäre, dass du vielleicht einfach auf deine Intuition einmal hörst, welches Kräftebündel dich am meisten anspricht. Das ist oft genau das, was uns gut tut. Und wenn es die von deinem Planetenherrscher ist, warum nicht die probieren? Ja, dann ist die Frage, welche Pflanze spricht mich an? Mit welcher Pflanze möchte ich diese Kraft ausdrücken? Ja, nehme ich für die Sonne das Johanniskraut her oder nehme ich den Rosmarin her? Ja, nehme ich für den Mond Salbeiblüten oder nehme ich für den Mond vielleicht, ja, weiß nicht, ob ich an eine Seerose kommen kann oder irgendwie eine Vogelmiere oder so etwas. Das heißt, schau einfach, was spricht dich an? Meine Erfahrung ist, dass es wunderbar ist, wenn du dann so eine Bandbreite hast, aus der du auswählen kannst. Und letztlich geht es auch darum, bei dieser Idee, dass wir die Kräfte balancieren. Dass wir wie bei einer Kur nicht einfach die ganze Zeit alles nehmen, nur diese eine Tinktur die ganze Zeit über, sondern dass wir immer wieder uns das eine und das andere anbieten. Ja? Mal Venuskraft, Verbindung gehen, mal Marskraft, Klarheit abtrennen, mal merkuriell, lebendig, viel sprechen und so weiter, mal Jupiter, gewogen, gemessen, majestätisch. Also, dass wir sozusagen immer da uns vieles anbieten können. Weil für mich bedeutet Gesundheit oder noch weiter verstanden Heilsein immer eine gesunde Mitte. Und eine gesunde Mitte entsteht immer, wenn ich nicht nur einseitig bin und nicht nur einseitig meine Kräfte ausrichte, sondern immer wieder auch mal mir erlaube, im Prinzip alles zu sein. Also diese Freiheit mir gebe, auf der ganzen Klaviatur des Lebens zu spielen, sozusagen. Also pauschal kann ich nicht sagen, nimm einfach die Tinktur deines Planetenherrschers, sondern das wäre vielleicht ein erster Schritt. Wenn du eine Anleitung brauchst, dann würde ich sagen, dann tu das. Aber grundsätzlich schau, spür und schmeck, was tut mir wirklich gut. Ich kann es leider nicht anders sagen. Die Intuition ist immer das, was höher steht. Die Herzenswahrnehmung ist immer das, was höher steht. Ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für deine Frage, liebe Doris. Ich finde es auch unglaublich schön, dass ich jetzt einfach sage, ich habe gar keinen Plan gehabt für ein Video, sondern ich schaue eher mal in Dialog zu gehen. Also von daher, wenn du eine Frage hast, wenn es noch nicht klar war, was ich gesagt habe, dann bitte bleib dran, stell nochmal eine Frage und ich versuche einfach, so bald wie möglich, dir auf diesem Wege zu antworten. Ganz liebe Grüße, ich habe einen ganz wunderschönen Tag und es ist auch spannend, auf die Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Ich freue mich auf viele neue Kommentare, viele Fragen, die
vielleicht wirklich auch an mich gerichtet sind und die man nicht einfach nur googeln kann, weil du kannst natürlich ganz vieles einfach googeln und selbst rausfinden und nutzt die Möglichkeit. Aber wenn es eine Frage ist, wo du wirklich merkst, das muss zum Herzen des Menschen gehen, es braucht hier einen Mensch, der dahinter steht, der die Frage beantworten kann, aus seiner Erfahrung, aus seinem Wissen heraus, dann sehr gerne. Die spagyrischen Tinkturen sind etwas ganz, ganz Wunderbares. Ich bin so dankbar, dass ich hier mittlerweile nicht nur diese eine Reihe, sondern mehrere Reihen habe und da einfach zeigen kann, wie ich mit einfachem Wissen aus der Natur mir selbst und meinen Liebsten helfen kann. Und das wünsche ich auch dir, von daher bleib gerne verbunden mit meiner Arbeit. Trag dich ein in den Verteiler, da bekommst du immer besondere Angebote und du kannst Teil dieser Community werden, die gerade entsteht, neu wieder entsteht, sich neu entfaltet wie ein Schmetterling, wo wir einfach genau solche Themen, solche Fragen austauschen und diskutieren können miteinander, füreinander da sind, uns unterstützen unter Gleichgesinnten. Das ist das Größte, was es gibt. Also Herzensgruß und danke für deine Frage, liebe Doris.